Die Kindergrundsicherung sollte eigentlich das große Prestigeprojekt der Ampelregierung werden und gleichzeitig natürlich auch eines der größten Wünsche von Lisa Paus und dem entsprechenden Familienministerium. Jetzt kommen immer mehr Informationen ans Tageslicht und die Vermutung kommt auch immer stärker auf, dass die Kindergrundsicherung am Ende vielleicht gar nicht kommen wird. Denn die Kritik übersteigt mittlerweile das, was man eigentlich auch wollte mit Blick auf eine Konsolidierung der Maßnahmen für Familien. Plus gleichzeitig scheint es so, als hat Lisa Paus Wichtigeres als, sag ich mal, ja, zu tun, als sich um benachteiligte Kinder zu kümmern, nämlich die Demokratie zu fördern. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Und hier, wie gesagt, der Streit um die Kindergrundsicherung ist im Grunde voll entbrannt. Hier natürlich das wichtigste Sozialprojekt der Ampelregierung droht zu scheitern. Und Lisa Paus lässt ja gerne Fotos von sich machen mit hier natürlich entsprechend immer Kindern im Hintergrund, die, sag ich mal, mit ihr abgelichtet werden. Das Ziel eigentlich, ein sehr nobles Ziel der Kindergrundsicherung, hier einfach im Großen und Ganzen eine Absicherung zu schaffen für Kinder, die vor allem natürlich auch von Armut bedroht sein könnten. Und hier geht es natürlich weiter, dass hier viele sagen, es ist nicht so, dass wir Stillstand haben. Denn das große Problem ist vor allem an der Stelle auch, dass es immer mal wieder, wie zu erwarten, Abstimmungsprobleme gibt zwischen den einzelnen Ampelparteien. Denn während jetzt zum Beispiel hier Lisa Paus ganz klar sagt, ja, wir machen da schon weiter, und vor allem auch laut der Augsburger Allgemeinen Zeitung glauben viele hier an eine zügige Umsetzung der Kindergrundsicherung. Genau hier sagt nämlich auch Dagmar Schnipp von der SPD hier ganz klar, es ist nicht so, dass wir Stillstand haben, denn wie gesagt, in vergangenen Wochen sei hier immer mehr vorwärts gegangen. Und was natürlich auch immer dazu kommt, ist, wir haben noch genug Zeit, ein Gesetz zu beschließen. Wann welcher Teil kommt, muss man dann sehen. Denn es ist so, dass natürlich viele Kritiker jetzt auch Lisa Paus vorwerfen, dass sie natürlich seit dem Gesetzesentwurf, der damals, ich glaube, es war schon im August letzten Jahres, der veröffentlicht worden ist, hier im Grunde nichts mehr vorwärts geht. Jetzt ist es aber so, Frau Dagmar Schmidt von der SPD sagt relativ klar, ja, das machen wir und wir sind auf dem Weg, aber direkt gibt es wieder Kritik auch von Lars Klingbeil. Denn ein klarer Punkt ist natürlich, ich halte den Gedanken der Kindergrundsicherung für richtig und man sollte das auch alles aus einer Hand machen. Kindergeld, Kinderzuschlag, Kindergrundsicherung und so weiter, sagt Klingbeil hier im Redaktionsnetzwerk. Aber als ich gehört habe, dass dafür 5000 Stellen geplant sind, war ich etwas verwundert. Ich glaube, dass man da doch reduzieren kann. Und genau hier geht es nämlich wieder um das Thema, wo ich ja schon seit Wochen und Monaten drüber spreche. Unser Sozialstaat baut sich weiter auf, jetzt nicht mit Blick auf Bedürftige, so muss ich auch sagen, bedürftige Mitarbeiter in den Ämtern mittlerweile, die einfach vielleicht keine Tätigkeiten haben. Und dort schafft man neue Plätze, um hier natürlich auch den einen oder anderen, ich sag's mal so, nicht erfolgreichen Parteikollegen mit unterzubringen, denn diese Posten sind ja dann so oft mal schnell verteilt. Ganz klar ist aber, von den entsprechenden, sage ich mal, Milliarden, die hier geplant wären, wäre ein großer Teil schlicht und ergreifend auch für die Personalkosten draufgegangen. Denn wenn man sich überlegt, es soll eine Zusammenfassung werden von Kindergeld, Kinderzuschlag, Kinderthemen und sonstigen. Und dann braucht man 5000 neue Stellen, obwohl theoretisch an der alten Position ja schon genügend Leute sitzen, die sich darum kümmern, stellt sich die Frage, was machen dann die Alten? Werden die dann im Grunde weiterhin Kindergeldanträge beantworten, obwohl es gar keine mehr gibt? Das ist die spannende Frage. Zudem auch die spannende Frage, warum 5000 Stellen, wenn es sowieso alles mittlerweile digital geht? Auch wie gesagt, ihr wisst, ich bin vor kurzem nochmal Papa geworden und auch hier ist es so ganz klar, dass man sagt, okay, hier wurden dann ganz einfach an der Stelle auch diese Kindergeldanträge und Ähnliches, geht voll elektronisch, ohne dass man da irgendwas macht. Und die deutliche Kritik, die gibt es auch jetzt nicht erst seit Neuestem, sondern ist auch schon länger hier mit dabei. Und zwar ganz klar ist es hier vor allem auch mit dem Gesetzesentwurf, der hier vorliegt, dass hier natürlich die geladenen Sachverständigen zwar die Grundidee weiterhin gut finden, wie gesagt, ist ein gutes, nobles Ziel, sich hier um die Kinder zu kümmern. Aber Fakt ist, nicht um diese Themen, wie gesagt, Mehrfachzuständigkeiten müssen beseitigt werden. Der Familienservice soll hier aufgebaut werden. Und zudem natürlich hier
wie die Frage ist, was denn hier alles dann zusammengepackt wird. Denn wie gesagt, vorhin im Artikel hieß es Kindergeld, Kinderzuschlag und sonstiges. Hier plötzlich dann noch Bürgergeld, Sozialhilfe, Bildungs- und Teilhabepaket und sonstiges als Familienservice insgesamt. Was durchaus natürlich dann die Frage ist, was machen denn dann die entsprechenden Mitarbeiter hier in den entsprechenden Jobcentern, wenn hier im Großen und Ganzen dann die Bürgergeldthematik mit Blick auf die Kinder hier andersweitig verteilt. Plus zudem die spannende Frage, wie soll das gehandhabt werden, denn dass der Kindergrundsicherung sollte ab einem gewissen Alter auch direkt ausgezahlt werden. Wenn man ganz klar sagt, mehr Geld einem Problem aber auch hinterherwerfen, ohne es den Leuten direkt zukommen zu lassen, weiterhin fraglich. Weiterhin natürlich auch ein Thema, es wird nicht gerade günstig, 2,4 Milliarden allein für die Kindergrundsicherung und ab 2028, werden mit 6,3 Milliarden gerechnet. Das schreibt das Bundesministerium für Familie und Ähnliches hier direkt auf seiner Seite. Wobei man aber ganz klar sagen muss, ich denke, dass diese Zahlen falsch sind, denn letztes Jahr hieß es schon, mit dem Personalaufbau und Ähnlichem werden wir locker bei 10 Milliarden liegen, auch schon im Jahr des Beginns. Liegt hauptsächlich daran, weil natürlich der bürokratische Aufwand so hoch ist. Genau, weil zudem diese ursprüngliche Forderung, und das ist nämlich der Witz hier, die war 12 Milliarden, aber in dem Zusammenhang sollte das reduziert werden. Ich denke aber nicht, dass es reduziert werden kann, sondern dass wir bei den 12 Milliarden landen würden. Jetzt ist es aber auch so, man muss sich ja auch mal fragen, okay, was macht Lisa Paus eigentlich den ganzen? Ich meine, sie kassiert mehrere 10.000 Euro im Monat dafür, dass sie Familienministerin ist, und da muss man doch eigentlich sagen, sie ist aktuell mit anderen Themen beschäftigt. Ein Punkt ist jetzt aktuell, was es ja auch gibt, und zwar sehr starke Kritik auch von der Aache zum Beispiel hier. Aache sprechen errechnet mit Ministerin ab. Lisa Paus hat sich nicht über die Kinder informiert, wollte nur ein paar Fotos machen und für ihren Zweck machen und war wieder weg. Hier im Großen und Ganzen das Hilfswerk Aache, hier aktuell mit 7.000 bis 10.000 Kindern. Hier kümmert sich im Grunde um Personen mit prekären Verhältnissen. Wolfgang Büscher ist dort seit 20 Jahren als Pressesprecher für die Aache in Berlin tätig. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang hat er sich hier, wie gesagt, ganz klar geäußert, irgendwie so ein bisschen, was ihm auch von Berliner Politikern gesagt wurde: Wenn ihr die Schnauze haltet, bekommt ihr auch Geld. Das soll natürlich auch das Thema sein, dass man sich ja nicht beschwert, dass die Politik sich nicht um diese Leute kümmert. Das Lustige ist aber, für etwas anderes hat unsere Gesellschaftsministerin, ehemalige Familienministerin, aber genügend Zeit. Und zwar ihr Lieblingsprojekt mit zum Beispiel hier natürlich dem Demokratiefördergesetz, wo sie ja hier auch schon gesagt hat, man muss ja zum Beispiel in der Kindererziehung schon früh anfangen mit Blick auf das demokratische Bildungsthema, aber hier Steuergeld für linke Helfer. Und laut NZZ heißt es hier sogar, dass wir hier angeblich mit bis zu 200 Millionen rechnen müssen. Jetzt finde ich leider die Zahl hier nicht mehr, doch da 212 Millionen. Gab es hier allein schon für Demokratie leben. Das ist in den letzten Jahren, ich meine, von 150 auf 212 gestiegen. Und das ist durchaus was, wo man sagt, hier ist Lisa Paus plötzlich Feuer und Flamme. Der Vorschlag für die Kindergrundsicherung liegt seit August letzten Jahres vor. Im November gab es die Kritiken. Jetzt ist März 2024. Das ist fast ein ganzes Jahr hier verschwendet worden, wo man sagt, das noble Ziel, und vor allem, wenn hier wirklich ein Bürokratieabbau stattfinden sollte, dann wäre das echt gut. Muss ich sagen, da wäre ich voll pro Kindergrundsicherung, bin ich ganz klar. Warum? Weil man sagen muss, wenn hier einfach Arbeitsplätze abgebaut werden, mit Blick auf die Verwaltung, sehr gut, weniger Steuergelder, die verschwendet werden. Zweitens, ein digitaler Service, der es möglich macht, das alles vollständig digital zu beantragen, voll dafür. Kinder in prekären Verhältnissen zu unterstützen, voll dafür. Aber dann muss man auch die Frage stellen, warum 5.000 neue Stellen, warum kümmert sich Lisa Paus, die eigentlich das als Hauptaufgabe hat, nicht um das, sondern will lieber die Demokratie abschaffen. Was ist deine Meinung? Schreib es uns unten in die Kommentare.